Tazender-Ruins. Tazender-Ruins. Der Sender. Der Sendil. Du hast es geschafft! Also, da vorne ist ein verdammt großer eridianischer Tempel. Ja. Das ist dein Ticket zur Kammer. Juhu. Kann ich Sachen verkaufen? Nein, ich habe nichts markiert. Ich habe nichts markiert. Wobei, ich dürfte eigentlich noch relativ genug Platz haben. Ja, doch, habe ich sogar noch. Aber man kann ja trotzdem. Ich wollte gerade sagen, aber man kann ja immer noch verkaufen. Das nutze ich auch gerade die Gelegenheit. Mal eben ganz schnell, ne, die restlichen Sachen, die man so nicht gebrauchen kann, wegzubauen. Zu großzügig von dir. Zu großzügig von dir. Ja, so wenig. Großzügig. Groß und zügig. Ja, das wollte ich wieder reintun. Ja. Ja, das würde man Heal runter machen. Außer mein Flugheal. Oh, ne. Da bringt auch nix. Damit habe ich nix. Ich könnte die eigentlich austauschen. Nicht. So. Alles verkauft. So, liebe Fee, hier können wir da. Jo, können wir. Jo, das können wir. Ich bin ausgerüstet. Ich bin ausgerüstet. Warte, da fliegt doch schon einer. Und wie gesagt. Oh. Ich sehe Beute. Aua! Wenn ich hier runtergehauen jetzt. Fand ich jetzt nicht so schön. Nochmal. Freund der Unkesselflicker. Das gibt's aber so nicht so. So, jetzt ist hier Ruhe. Ruhe, hab ich gesagt. Dem hau ich doch nochmal meine Dinger da entgegen. Siehst du? Komm doch. Fliegt doch noch irgendwo was. Ah, besessener Geist, den ich jetzt nicht angreife. Ah, jetzt haben wir ihn angreifen. Und da oben fliegt da noch einer. Grüß Tod von mir. Jetzt fliegt er doch nicht mehr. Das finde ich doch nicht fair. Warum trinke ich ein Huhn? Ja, weiter weiß ich nicht. Moin, Fee. Wo rennst du hin? Da ist nichts. Hast du schon aufgemacht? Was habe ich aufgemacht? Da ist nichts. Wo soll ich denn hier was aufgemacht haben? Ich meine die Kisten. Da Kisten. Hier ist sogar eine Kiste. Okay, dann mach ich hier die auf. Also die normalen Kisten. So. Ach so. Mir nicht. Ach so. That means. Och nö, echt jetzt? So, wir müssen irgendwo hier lang. Ich hab das mit der Wegfindung nicht so. Tyson, wie hast du Nikrotafio überhaupt gefunden? Alter, müssen wir weit. Maya hat immer gesagt, es wäre nur eine Geschichte. So wie alle anderen. Nur meine Frau Leder nicht. Sie hat das Rätsel geknackt. Nachdem wir auf Pandora geheiratet hatten, war die Suche nach Nekrotafeo unsere Hochzeitsreise. Dann sind wir abgestürzt. Ich hatte das Schiff auf Autopilot gestellt, während wir beschäftigt waren. Ich wollte unbedingt. Sie übrigens auch. Wie dem auch sei. Das Schiff war kaputt, die Kommunikation war kaputt, aber das war uns egal. Wir waren verliebt. Leder war wahnsinnig clever. Und sie konnte zupacken. Das war echt. Ach nee, wir sollten einen Weg laufen. Als wir die Kammer geöffnet hatten, wurde es richtig wild. Skag gegen Skag. Schlüssel und Loch. Doppelter Kelvin. 9 Monate später. Nun, es gibt
gibt im Leben nur eins, das 9 Monate später passiert. Sehr uninteressant. Ja, ich glaube, die haben viel gepöppelt. Würde ich jetzt fast. Nee, behaupten. Haben sie ja nicht. Weil 9 Monate später. Ja, dann, die haben da gemacht und da gemacht und so. Sturzflug des Todes. Das ist meine Bestimmung. Ich höre dich, Bestie. Was ist das? Bist du besser? Na, aber bringst Kohle. Du bist nicht besser, aber du bringst mir Kohle. Schon wieder so Viecher. Deswegen gehe ich ja hier rum. Kümmert euch darum! Ja, du kommst ja auf denselben Weg raus. Naja, aber. Hat ja jetzt nicht wirklich viel gebraucht. Ich konnte snipern. Nein, mach ich doch. Ich bin ja auch am Snipern. Wenn mein Skeppi nicht gerade halt killt, ne? Ich hab ein Schickes fallen gelassen. Die Pistel. Bei mir nicht, aber bringt Geld. 841. Nee, bei mir 1000. Dafür hatte ich vorhin Scheiße. Vorsicht von hinten. Ja, ich sehe schon. Unbesiegbar. Wenn die mal so nachrollen, weißt du nicht, erleben die noch oder sind die schon tot, ne? Das war hier nichts, ne? Oh, warte mal. Ah, doch. Genau da. Kick gemacht. Naja, bringt doch Kohle. Die hat ja wenigstens Kohle gemacht. Oh, nicht mehr ganz so. Schon wieder. Eine Weile waren wir eine glückliche Familie. Dann ist Leda. Sie ist gestorben. Und ich musste die Kinder alleine großziehen. Ich hatte immer gedacht, nichts wäre schwieriger, als eine Kammer zu öffnen. Moment. Du hast Kinderteifen? Ja, 2 Stück. Warte. Der Junge war immer krank. Und meine Tochter hat mir die Ohren blutig geredet. Sie waren nur still, wenn ich von meinen Abenteuern erzählt habe. Der quatscht schon noch. Monstertüten, Kammern öffnen, ein Held sein. Davon konnten sie nicht genug kriegen. Ich habe ihre Köpfe mit allerlei Geschichten gefüllt. Ja, habe ihnen sogar von der großen Kammer erzählt. Das war ein Fehler. In den falschen Händen kann eine Geschichte eine gefährliche Sache sein. Der Junge war immer krank. Die Tochter hat mir die Ohren blutig gelabert. Ach, ich ahne was. Oh, hier ein Bötchen. Oh, und. Ja, wir müssen anders lang. Ja, macht ja nichts, aber wir haben noch eine. Ist mir egal. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Leda war so glücklich, dass wir hier waren. Sie rannte nur herum,
untersuch dir die Ruinen und klatschte mir auf den Hintern. Ja, wirklich. Geil. Dann sehen wir in der Entfernung. Ist das Schiff, oder? Denke ich mal. Man kann ja auch schon mal gucken gehen, Faith. Entschuldigung. Ja. Geh mal vor. Das ist ein Speicherpunkt. Warte, ich will eben einmal hier gucken. Ja, aber dann hättest du ja was gesehen. Ah, es sieht mega aus, wenn ich hier so runter gucke. Meinst du, ich bin tot, wenn ich da runter springe? Ja, bist du. Lass dich von der Jagd mitreißen. Überwältigt sie! Achso, das war mein eigenes Vieh. Ja, muss ich auch immer aufpassen. Mein Rack, Oh, das. Die fliegenden Dinger. Ich dachte, der greift mich nah an. Das war eine gute Jagd. Die Jagd! Okay, mein Rack ist noch nicht fertig. Fang sie, Junge! Alter, wie fliegt der denn halb über die Map hier? Aua! Was schießt denn auf mich? Ach, die Fliegviecher. Ah, schon wieder so ein Flugviech. Ja, noch eins. Alle. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Hast du den gerade hier komplett verteilt? Ja. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Warum? Ich frag nur. Schaut so ein bisschen eklig aus. Mann, Schrot, ja. Sorry. Was muss man denn jetzt hier? Ein Depot. Erstmal da Kiste kaufen. Kiste kaufen? Ja, Kiste kaufen. Ja, bringt Kohle. Ah, ja, bringt mehr Kohle. Gut, bringt aber Geld. Entschuldigung, dass ich den so verteilt habe. Das war nicht beabsichtigt. Das macht meine Schrot, die macht einmal Plutsch und dann macht der Puff. So quasi, weil. Ja, ja, aber ich jetzt auch mal besser. So, Speicherdingern hier. Der Tempel ist gleich davor. Ah, okay. Maliborn muss diese Kammer dringend wollen. Ich frag mich, ob sie wissen, dass ich das Ding schon vor Jahren geöffnet habe. Oh Gott. Oh, die Nullhunde sind echt so nervig. Das ist lustig. Das steht hinterm Blatt und ich kann ihn nicht treffen. Ja. Ich muss mal eben weg. Mach das. Du bist Beute.
Dieses Ende war ein Schicksal. Wenn die diese Stromstöße abgeben, die Viecher. Machen wir den Granatwerfer da hinten weg. Wer gewinnt? Ja, dann machen wir gleich. Jetzt gewinnt keiner. Nö, wir haben keine Unterstützung. Schon wieder Badass. Level 38. Glückwunsch. Mangel. Vorsicht, müsste down sein. Boah, irgendwo ist ein Hund oder so. Ja, den hat man. Ne, da war so ein. Wie ist denn die? Aber jetzt kommen noch ein paar. Wie geil der eine da weg abhaut von meinem Hund. Ey. Das finde ich echt gut gemacht, so weißt du. Was ist denn du? Hier oben. Aua. Rex. Noch einer. Mehr. Ah, bist du. Hier sind aber noch welche Fehler. Ich weiß, muss mal eben safen, bitte. Kurz. Ich muss mal eben aufladen, deswegen. So. Was ist denn hier jetzt schon wieder unten? Ne? Hör ich denn da schon wieder? Welche Schätze könnten da drinnen sein? Ganz nichts. Nö, die bringen nicht mal Kohle. Nö, also 700-800er Dollar. Gut. Da gebe ich mich ja nicht erst ab mit. Nee, bringt nichts, weil du findest ja mittlerweile sogar weiße Waffen, 2.000-3.000 bringen. Ja. Also 1000 nehme ich noch mit. Also ab 1000 nehme ich. Alles gesichert. Oh. Aber der einzige Weg zur Kammer ist der Fahrstuhl im Innern. Ich schätze, du musst diese Lust verscheuchen. Was ist da für ein Geräusch? Fee? Achso. Stimmt, schon wieder jemand im Schlafzimmer aufgetaucht. Ja, die geht jetzt woanders rein. Ich mag mal wieder nicht alleine sein. Wow. Ich weiß nicht, was die im Moment hat. Auf jeden Fall nervt's. Ja, also ist echt ein bisschen störend. Besonders jetzt das laute Laufen, Knarren und Rumbrüllen jetzt. Sag doch vielleicht vorher Bescheid. Was hältst du davon? Und jetzt los, Ballas. Mal snipern. Ja, deswegen wollte ich ja snipern. Also, wenn die dann direkt auf alle auf einem zugesprungen kommen und du positionierst dich erst in Ruhe. Da waren erst nur zwei Stück. Da waren mehr. Ja, aber sehen konnte ich zwei. Ja. Genau deswegen macht man das ja nicht. Natürlich. Ach, ein dunkler Bett ist, deswegen wird er nicht da gerade. Hallo. Du kämpfst gut. Ich sag dir, diese Generation von Kammerjägern muss was im Wasser sein.
weiß, wie er funktioniert. Alihorn scheint nicht über das Erdgeschoss des Tempels hinausgekommen zu sein. Da ist ein Problem. Im Fahrstuhl fehlen zwei Danke. Kristalle. Hier läuft alles mit Kristallen. Oh, da drüben scheint einer zu sein. Nö, das will ich nicht. Ich will das looten. Leg ihn in die Hände der Statue. Wie eine Opfergabe. Welche Statue? Achso. Ich komme da nicht dran. Ah, doch. Nett. Ich frage mich nur, wo der andere Kristall ist. Achtung, Oberkommando! Ich habe den letzten Kristall gefunden! Hören Sie mich! Was ist denn los? Ja, was denkst du denn, was ich bin? Alter, was ist denn hier los? Ach so, der hat mich hier auf dem Kieker. Ja, ab in den Kampf. Wo bist du denn? Hey? Genau hier. Ja, weil die auf einmal alle auf mich losgegangen sind. Wahrscheinlich den blöden Stein reingetan hast. Lass mal warten, bis die Säure weg ist. Nicht da rein. Ich will doch nicht. Der andere Kristall. Gib ihn der Statue. Der Statue, ja. Warte. Ich muss mal eben Billigwaffen rausschmeißen, wenn ich was Billiges mitgenommen habe. Funktioniert immer noch nicht. Ach ja, du musst die Statuen ausrichten. Maliborn scheint was gebaut zu haben, um sie zu drehen. Doch. Ja, sofort. So, ich muss mal endlich Waffen rausschmeißen. Okay, die können auch raus. Oh, das Wasser ist cool. So cool im Sinne von, sieht echt cool aus. Ich bin voll. Okay, ich müsste eh gleich mal eben einmal alles markieren. So, ich habe noch ein bisschen Munition gesammelt. Ich kann nur keine Waffen mehr mitnehmen. Ja, vielleicht kommt ja gleich noch ein Verkaufsautomate. Hoffe ich. Eine Verkaufsmade.